Guten Tag, liebe Leserinnen, liebe Leser, liebe Zuschauer, liebe Zuschauer. Ich wünsche euch erstmal einen schönen Donnerstag. Ja, heute kommen wir zur 232. Stunde zur Weltgeschichte und damit der 750. Geschichtsstunde von Egon insgesamt, also so ein kleines Jubiläum. Ja, vielleicht hat sich der eine oder andere mitbekommen, gestern kamen keine Posts mehr, aber nachdem ich so mit den ganzen Sachen, die ich vorher mal mache, Video anschauen, die Begrüßung und Video hochladen fertig war, war ich gestern so knülle und kaputt durch den Einkaufstag und die zwei Tage, wo ich nicht richtig geschlafen habe. Es ging einfach nichts mehr. Dafür denke ich mal, komme ich heute ein Stückchen weiter. Schauen wir mal. Bin ja heute auch früher dran schon mit dem Video, wie man es vielleicht dann merken wird, wenn es denn ordentlich mit dem Hochladen klappt. Ja, das nur zum Persönlichen und warum gestern nichts mehr kam. Ich wollte eigentlich bloß 3-4 Stunden schlafen, bis um 4, um 5, aber dann sind es dann doch 8, fast 6, 7 geworden. Aber heute habe ich zumindest das Gefühl, recht frisch. Ja, bevor ich mit den Zahlen noch loslege, nur nochmal sowas kurz zum Aktuellen. Ich habe jetzt nochmal so eine halbe Stunde reingeschaut in diese Bundestagsdebatte, wo es wieder darum geht, unser Geld zu verteilen in der Welt. Reimt sich immer schön, ne? Beziehungsweise in dem Fall in Europa. Es ist schon unglaublich, mit welcher Arroganz diese angeblichen Demokraten über unseren Kopf hinweg unser Geld verteilen, selber aber in dieser Lockdown-Geschichte mit Sicherheit keiner von denen einen einzigen Cent weniger bekommen hat und auch in Zukunft keinen Cent weniger bekommen wird und ihre Staatsmedien zum Beispiel sich nochmal schnell den GEZ-Beitrag erhöht haben, damit sie ja nicht weniger bekommen und aber jetzt uns erzählen wollen, wie gut sie für den Bürger ist, diese EU, die man ständig retten muss. Das Erfolgs, ich habe gerade gehört, eines oder noch Erfolg oder einer, das Erfolgs, die Erfolgsgeschichte EU, also die müssen wir jetzt schon das dritte Mal in Folge innerhalb von einem Jahrzehnt weg retten, damit sie nicht untergeht. Und das soll ein Erfolg sein. Also irgendwas, was ich laufend aus einem Absturz rausretten muss, indem ich unsere Leute hier schröpfe ohne Ende, unser Sozialsystem kaputt mache. Wir haben die schlechtesten Renten in Relation gesetzt zu allen anderen Ländern, die wir aber komischerweise unterstützen müssen, ne? Weil es denen ja so schlecht geht. Unsere Renten sind am Arsch, seit Rot-Grün damals die Regierung übernommen hat. Da ging es endgültig los, hat zwar vorher schon angefangen mit Fehlern, aber der SPD und die Grünen haben es dann richtig umgesetzt und haben die Deutschen geschröpft für ihre Vereinigten Staaten von Europa. Also ich bin langsam davon überzeugt und das merkt man ja, weil Demokratie ist, kannst du hier vergessen in Deutschland. Entweder werden Parteien komplett verboten, wenn sie ihnen nicht in den Kram passen, oder man schleust solche Maulwürfe wie von Storch, wie Meuthen, wie Pasterski, wie Junge oder wie Lambrou in Hessen in solche Parteien ein, damit sie umgedreht werden, damit sie von innen zerstört werden, damit sie im Prinzip dann keine Alternative mehr darstellen. Oder wie gesagt, sie werden ganz verboten. Die wollen keine Demokratie, die wollen nur ihren Krempel durchsetzen. Ich bin langsam überzeugt, wir brauchen langsam eine Prätorianergarde in Deutschland, die damals das anders geregelt hat, wenn solche Despoten ein Land regiert haben und die Bevölkerung zum Idioten stempeln wollten. Ne? Ja, das ist mal ein schöner Applaus an der Bundeswehr und an der Polizei, an die, die da noch ein bisschen Krebs im Kopf haben und mal vielleicht langsam anfangen, an die Zukunft von sich selber und die Zukunft ihrer Kinder und Kindeskinder zu denken, was diese Despoten aus unserem Land machen, die sich ja ständig Demokraten nennen. Ja, jetzt wollte ich schon anfangen mit dem Buch. Hätte ich bald vergessen, unsere geliebten Corona-Zahlen. Wobei ich, wie gesagt, immer mehr vermute, dass wir da beschissen werden. Möchte nicht wissen, wie viel da als Corona getestet wird, was gar keins ist. Aber gut, wollen wir es mal so nehmen. Heute haben wir 503 Neuinfizierte. Spitzenreiter ist wieder mal Nordrhein-Westfalen mit großem Abstand mit 194, gefolgt von Bayern mit 67, dann Berlin mit 59, jetzt schaltet es gerade wieder um, der so Doppelseite ist hier, mit 59, 58 aus Hessen, 50 aus Baden-Württemberg, 28 aus Niedersachsen, 14 aus Rheinland-Pfalz, also die bunten Bundesländer wieder ganz vorn, dann Hamburg mit 7 und dann haben wir jeweils mit 6 Sachsen, das erste Land aus dem dunkeldeutschen Deutschland, und Thüringen dasselbe. Dann haben wir 4 aus Schleswig-Holstein,
und jeweils drei aus Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Bremen, Saarland 1 und Mecklenburg-Vorpommern sogar 0. Wir sind also wieder im dunklen Dunkeldeutschland, sind wir wieder bei insgesamt nur 12, 18. Ja, und das war's. Mecklenburg war ja 0, oder? Ja, Brandenburg und Sachsen-Anhalt jeweils 3 und Brandenburg 0 bei 18 von 503. Das macht, müssen wir wieder prozentual ausrechnen, 3,57, 5 aufgerundet 5,8% der angeblichen Corona-Fälle, die sind in dem dunklen Deutschland, im bunten Deutschland, die uns immer erzählen wollen, wie die Zukunft auszusehen hat, weil wir sehen ja, in der AfD ist es ja mittlerweile dasselbe, nur der Herr Meuthen und seine Meute meint, ihre schlecht abschneidenden Westlandesverbände würden die AfD retten, alle anderen müssen rausgeschmissen werden, die ihnen nicht passen. Die machen uns vor, wie Deutschland untergeht in jeder Beziehung, ob das die Migrationspolitik ist oder ob das jetzt der Beweis ist, wie uns diese Leute hier alles Mögliche einschleppen, diese bunten Bundesländer. 3,58%, also Anteil der sogenannten dunkeldeutschen Bundesländer. Da haben wir 503 Neuinfektionen, wie gesagt, laut der Testungen 9 mutmaßlich daran Verstorbene und 500 Genesene, sind wir zumindest immerhin bei Saldo von minus 6, sodass wir jetzt bei 195.228 kumulativ seit Beginn der Testungen Infizierten, allerdings wahrscheinlich mit vielen, wie sagt man schön, falsch positiv Testungen dabei, ne, nehme ich mal an, minus 8.994 mutmaßlich daran Verstorbenen und 180.300 Genesenen sind wir bei 5.934. Gestern waren wir da nicht schon bei 32, muss ich nochmal nachgucken. Mal sehen, ob es diesmal stimmt, was sie da runtergerechnet haben, weil das wären ja 6 weniger, wären ja dann gestern gewesen 5.940, waren es 5.940, okay. Ja, schauen wir mal. Und jetzt geht's los mit der Geschichtsstunde. Und zwar erstmal der Rückblick auf die gestrige 231. Stunde zur Weltgeschichte. Diesmal müssen wir keine Korrekturen machen. Hat alles gestimmt. Das erste war gestern 217, also Jahr 217. Zwei Bischöfe regieren römische Gemeinde. Das war dieser Disput zwischen Kalixt und Hippolyt. Dann hatten wir 217 ebenfalls. Landesmutter wählt den Hungertod. Das war diese Julia Domna, die sich zu Tode gehungert hat, nachdem ihr Mann ermordet worden war, der Kaiser Septimius Severus, und vorher schon ihre beiden Söhne Caracalla und Geta ermordet wurden, beziehungsweise der eine seinen eigenen Bruder ermordet hatte. Dann hatten wir 218, Ela Gabal wird Kaiser in Rom, füge ich hinzu, im Römischen Reich. Das war so einer wie die, die uns heute regieren, die alles, was Werte der Römer waren, zerstören wollte, auf Orientale gemacht hat und alles, was vorher war, vernichten wollte. Das ist, wir haben jetzt eine Ela Gabal-Demokraten haben wir. Leute, die das bisherige Volk, was hier gelebt hat, seit Jahrtausenden, scheißegal ist und die nur noch ihre neuen Bürger mögen und lieben. Weiter geht's mit 220, ging es mit 220, China versinkt im Chaos. Ebenfalls 220, Flussbreite jetzt messbar durch Julius Africanus, Sextus Julius Africanus, der da eine Methode erfunden hatte, dazu, um das zu messen. 222, Schutzpatron des Weines, das war Urban I., ein Papst. Dann hatten wir 222, Kaiser Severus Alexander, der neue Kaiser nach Caracalla, nachdem der um die Ecke gebracht worden war. Ja, nee, Ela Gabal, Quatsch, der ist hier abgesetzt worden, Entschuldigung, Caracalla war vorher gestorben. Dieser Kaiser war Severus Alexander in Rom, neuer Kaiser. Und dann hat man noch 225 jeweils Dionysos Mosaik in Köln und die Werke der Philosophen zusammengefasst von dem Doxographen Diogenes Laertios.
Und als letztes gestern waren wir nochmal in Amerika. Gewaltige Sonnenpyramide in Teotihuacan erbaut. Und jetzt, wenn ich meinen Schluck Milch genommen habe, Prost, und meinen Schluck Kaffee. Ja, heute fühle ich mich schon wesentlich wohler. Gestern war ich fix und alle Kopfschmerzen, alles, das war dann mir zu viel. Wahrscheinlich auch noch das Wetter gestern. Ja, wir sind halt wieder fit. Und heute geht es weiter im Jahre 226. Und da haben wir als erstes eine Randbemerkung. Im Zusammenhang mit der Thronbesteigung Ardaschirs dem Ersten in Persien kommt es zu einer Wiederbelebung des Zoroastrismus, ist schwierig, Zoroastrismus, also die Zoroastra, Zorotustra, ne? Zoroastrismus. Ardaschir lässt seine Neuausgabe, das in Anführungszeichen Avesta, Anführungszeichen Ende, der heiligen Schrift des Gottes Mazda herausgeben. Der Zoroastrismus, ein schwieriges Wort, Entschuldigung, der Zoroastrismus wird zur Staatsreligion in Sassanidenreich. Kurzes Bäuerchen, ja, und da haben wir jetzt gehört, Gott Mazda. Wahrscheinlich ist daher auch der Name für das Auto gewählt worden. Ne? Weiter geht's mit 226 noch einmal, und da sind wir bei diesen Sassaniden. Aufstieg der Sassaniden. Der Vasallenkönig Ardaschir I. aus der Dynastie der Sassaniden besiegt den Partherkönig Artabanos V. im Jahre 226 in Ktesiphon zum, in Anführungszeichen, König der Könige, Anführungszeichen Ende gekrönt, begründet Ardaschir I. ein neues persisches Großreich. Der Aufstieg der Sassaniden beendet die fast 500-jährige Vormacht der Parther im Mittleren Osten. Das sassanidische Persien entwickelt sich zum stärksten Reich der Spätantike. Nicht äußere Gegner besiegeln letztlich den Machtverlust der Parther, sondern eine Rebellion im Innern des Reichs unter dem Vasallenkönig Ardaschir. Ja, Vasallenkönig, ne? Alles klar. 226 kommt es zur Entscheidungsschlacht, bei der die Parther eine verheerende Niederlage erleiden. Zielstrebig weiten Ardaschir I. und seine Nachfolger das Sassanidenreich aus. Schapur I., der Sohn des Reichsgründers, besiegt die Römer und nimmt 259 sogar Roms Kaiser Valerian gefangen. Seinen Machtanspruch dokumentiert sich in dem Titel, in Anführungszeichen, König der Könige von Iran und Nicht-Iran, Anführungszeichen Ende, Punkt. Ardaschir I. ist ein Eroberer mit großen Plänen und nicht weniger Mut. Nachdem er alle Feinde im Inneren ausgeschaltet, sowie weitreichende Veränderungen in der Rechtsprechung und der Religionsausübung eingeleitet hat, wendet er sich neuen Herausforderungen zu. Der Gegner ist trotz zahlreicher innen- und außenpolitischer Schwierigkeiten noch immer eine Weltmacht: Rom. Ardaschirs Ziel ist es, Mesopotamien unter seine Kontrolle zu bekommen. Dabei weiß er eine Armee gegen sich, die als die beste der Welt gilt. Die römischen Legionäre sind bestens ausgebildet, ihre Kampfkraft ist gefürchtet. Doch es wird für sie immer schwieriger, die schier endlosen Grenzlinien des Reichs ausreichend zu schützen. Außerdem ist es mit der Moral der Truppe nicht gut bestellt. Faktoren, die sich der neue Herrscher Persiens zunutze macht. Als er mit seinem Heer in die östlichen Regionen des Römischen Reichs einfällt, ist der Widerstand zunächst nur gering. Ardaschir I. gelingt es, oder Ardaschir dem I. gelingt es, Teile Mesopotamiens zu erobern und zu besetzen. Rom ist entsetzt. Kaiser Severus Alexander muss alle Kräfte im Osten konzentrieren, um die Besatzer über die Reichsgrenzen zurückzudrängen. Doch die Sassaniden sollten für Rom eine fortwährende Bedrohung bleiben. Ja,
Warum ist die Moral nach unten gegangen? Weil nur noch Leute regiert haben in Rom, die alle römischen Werte mit Füßen getreten haben, die Rom an Christen, an Juden, an Orientalen verkauft haben, römische Werte zerstören wollten. Und dann kommt natürlich sowas raus, dass die Truppe irgendwann sich doch mal drüber nachdenkt, für wen halte ich hier überhaupt meinen Arsch hin? Und da sollte sich unsere Bundeswehr und unsere Polizei und alle Sicherheitskräfte, die noch ein bisschen Ehre im Wanst haben und Deutsche sind, langsam überlegen, wem diene ich hier eigentlich noch. Ja, weiter geht's mit einem Bild dazu. Ruinen des Sassanidenpalasts nahe Sarwestan im Iran. Hier herrscht Ardaschir III., ein Nachfolger Ardaschirs des I. Ach so, jetzt hätte ich es bald vergessen zu zeigen. Ich lese euch das vor und dann zeige ich es nicht. Naja. Aber heute fühle ich mich wirklich frisch. Die letzten zwei Tage habe ich ja beide Tage nicht so richtig geschlafen. Das war mehr so kurze Abschnitte mit Unterbrechung. Das hat man schon gemerkt. Weiter geht's mit weiteren zwei Randbemerkungen aus dem Jahre 226. Als erstes, auf der Suche nach neuen Handelswegen dringen Kaufleute aus den Ostgebieten des Römischen Reichs weit nach Osten vor. Sie gelangen bis in das Gebiet des heutigen Hanoi im heutigen Vietnam, Klammer zu. Nochmal 226 eine Randbemerkung. Nach ihrem Sieg über die irano-persischen Parther machen die Sassaniden Ktesiphon zu ihrer Hauptstadt und errichten eine über 30 Meter hohe Thronhalle, den Palast Tak-i-Kisra. Und weiter geht's, nochmal das Jahr 226. Metropole am Mittelmeer. Mit dem Bau eines neuen Aquädukts sichern die Römer die Wasserversorgung Alexandrias. Die nordägyptische Hafenstadt hat sich zur Metropole des östlichen Mittelmeerraumes entwickelt. Neben Rom ist Alexandria kulturelles und wirtschaftliches Zentrum des Imperium Romanum. Die jüdische Diaspora-Gemeinde trägt wesentlich zum intellektuellen Status Alexandrias bei. Als Bischofssitz genießt die Stadt auch in der Christenheit hohes Ansehen. Ihre Lage an den Handelswegen macht sie zum blühenden Wirtschaftszentrum. Durch eine Straße ist sie nach Süden über das Nildelta mit Memphis verbunden, nach Osten über den Sinai mit Palästina. Also wir haben gehört, das, was man so vielleicht an Alexandria, auch an der Geschichte bewundert, hat nichts mit Arabern, nichts mit dem Islam oder irgend sowas in der Richtung zu tun. Das war ein Zentrum des Imperium Romanum, schon seit vielen Jahrhunderten vor der Zeitenwende war es von Ptolemäern, also Griechen, regiert. Also all das, was man da heute bewundert und woraus die Araber heute Gewinn machen, wenn Touristen hinfahren, hat mit ihnen selber gar nichts im Prinzip zu tun. Hat zwar mit der Geschichte des Landes zu tun, aber nicht mit den Moslems. Ja, und da haben wir noch ein Bild dazu. Blick auf das moderne Alexandria. Schon immer besticht die Stadt durch ihre günstige Lage am Mittelmeer und am Delta des Nils. Ja. Allerdings gehe ich mal von aus, war zwar noch nicht dort, aber man sieht es ja schon so ein bisschen mit dem einstigen Glanz dieser Stadt, den die Römer und die Ptolemäer und vorher die ägyptischen Pharaonen geschaffen haben, hat das heutige Alexandria sicherlich nur noch wenig zu tun. Sie profitieren noch aus dieser Zeit, wie gesagt, über den Tourismus. Weiter geht's mit dem Jahr 229. Jetzt kommen wir also vorwärts mit der Zeit wieder. Chronist der Antike. Der Historiker Cassius Dio Coceanus wird Konsul von Dalmatien. Damit folgt er dem Rat Kaiser Severus Alexanders, Rom zu verlassen. Seine Strenge hatte Dio bei den Soldaten der Hauptstadt unpopulär werden lassen. Neben seinen politischen Ämtern schreibt der 150 im kleinasiatischen Nikäa geborene Schriftsteller eine groß angelegte, 80-bändige Geschichte des Römischen Reichs. Sie ist in drei Hauptteile gegliedert. Die Republik, das Kaisertum und die Zeit
die Cassius Dio selbst erlebt. Bis zur Zeit Cäsars sind seine Aufzeichnungen eher summarisch. In den folgenden Bänden, besonders was die Zeit, in der er lebt, betrifft, schreibt er detaillierter. Mit großem rhetorischem Geschick flicht der Autor staatsphilosophische Erörterungen in die Geschichte ein, unter anderem eine Diskussion Julius Cäsars mit zwei engen Vertrauten um die Frage, ob die Monarchie oder die Republik die sinnvollere Staatsform sei. Daneben nimmt Cassius Dio in seinen Schriften auch zum Wert der Demokratie Stellung. Dabei sieht er die allgemeine Mitbestimmung durchaus kritisch. Seine Einschätzung des in Anführungszeichen gewöhnlichen Bürgers Anführungszeichen Ende fällt negativ aus. Seiner Ansicht nach ist es leichter, einen geeigneten Alleinherrscher zu finden, als eine Vielzahl fähiger Menschen, die gemeinsame Entscheidungen zum Wohle des gesamten Staates fällen müssen. Ist für ihn die Form der Alleinherrschaft im Vergleich zur Demokratie überlegen, so gilt dies nach Cassius Dio in besonderem Maße für eine Weltmacht wie Rom, die eine starke Persönlichkeit an der Spitze braucht. Die Ermordung Cäsars durch Marcus Brutus und Gaius Cassius ist daher nach seiner Meinung als besonders frevelhaft und verwerflich einzuschätzen, weil sie das Reich in seinen Grundfesten erschütterte und in Gefahr brachte. Insgesamt bringt Dio in zwei Jahrzehnten nahezu 1000 Jahre römische Geschichte zu Papier. Leider sind viele Bände nur in Fragmenten erhalten. Die wenigsten seiner Schriften haben die Jahrhunderte vollständig überstanden. Teile seiner Manuskripte werden im Mittelalter überarbeitet, sodass nicht immer klar ist, wie nah die Überarbeitung dem Original kommt. Dennoch steht das Werk Dios in seiner Gesamtheit einzigartig da. Ohne den Chronisten wären wichtige Phasen der Geschichte Roms heute nicht so gut dokumentiert. Im Jahre 235 stirbt Cassius Dio. Ja, man weiß, wer da rumretuschiert hat, bestimmt wieder die Kirche, die Mönche, um es dann so zu schreiben, wie es der Kirche passte, weil Sachen gleich drin standen, die ihrem Herrschaftsanspruch nicht passten. Ja, wir haben noch ein Bild dazu. Bildnis von Cassius Dio. Klammern Stahlstich, 19. Jahrhundert, Klammer zu. Ja, sind schon ganz schön in der Zeit voran. Mal schauen, wie wir heute vorwärts kommen. Aber eigentlich hatte ich gestern vorgeblättert und hatte den Eindruck, dass wir 10 Seiten schaffen müssten. Schauen wir mal. Weiter geht's mit dem Jahr 230. Aelianus beschreibt Tierwelt, wird geschrieben Aelianus. Kann man sagen Aelianus oder Aelianus? Ich sage Aelianus. Aelianus beschreibt Tierwelt. In Anführungszeichen über die Natur der Tiere. Anführungszeichen Ende. In Klammern de natura animalium. Klammer zu. Unter diesem Titel erscheint ein Werk des römischen Gelehrten Claudius Aelianus. Der Philosoph und Zoologe beschreibt darin die Tierarten, deren Ordnung und Zusammenleben er als Ausdruck eines weisen, vernünftigen Systems der Natur interpretiert. Aelianus verfasst ein weiteres Werk, in Klammern in Anführungszeichen bunte Geschichte, Anführungszeichen Ende, Klammer zu, kurzes Bäuerchen, indem er unter anderem von der vom Zitterrochen ausgehenden, in Anführungszeichen betäubenden Wirkung, Anführungszeichen Ende, in Klammern Erklärung Elektrizität, Klammer zu, spricht. Diese hatten vor ihm bereits Philosophen und Gelehrte wie Platon, Aristoteles, Straton, Plinius und Galen beobachtet. Aelianus stellt fest, dass die Elektrizität im Wasser fortwirkt, nachdem man den Zitterrochen daraus entfernt hat und das Wasser über ein Körperteil gießt.
Mit seinen Geschichten, die beim Volk sehr beliebt sind, verfolgt Elianus in erster Linie ein pädagogisches Interesse. Und da haben wir noch ein Bild dazu. Illustrierte Seite aus, in Anführungszeichen, über die Natur der Tiere, Anführungszeichen Ende, von Elianus, in Klammern Buchmalerei, Abschrift aus dem 15. Jahrhundert, Klammer zu. Hat man, glaube ich, schon mal erwähnt, in einem anderen Kontext. Hier haben wir nochmal eine Buchseite aus diesem sicherlich sehr interessanten Werk des Elianus. Und dann noch zwei kurze Artikel aus dem Jahre 230 als erstes. Verzierter Sarkophag. In Rom entsteht ein Sarkophag, der als Reliefschmuck den Kampf der Musen gegen die Sirenen zeigt. Dem Kampf wohnen die griechischen Götter Hera, Zeus und Athene bei. Die Darstellung dieser Szene ist heute die einzig bekannte. Der verzierte Sarkophag befindet sich im Metropolitan Museum of Art in New York. Da wird auch Kunst zurückgeben, Amerikaner zurückgeben. Weiter geht's. Um 230, Gottesdienst auf Lateinisch. In Rom beginnt Latein, das Griechische in christlichen Gottesdiensten zu verdrängen. Die Abkehr von der griechischen Sprache ist Teil der liturgischen Ausbildung des Gottesdienstes, die im Laufe des 2. Jahrhunderts immer konkretere Formen annimmt. So bildet sich auch die Struktur der Abendmahlsfeier heraus. Und weiter geht's. Und da sind wir auf Seite 5. Und als erstes das Jahr jetzt 232 oder noch einmal. Nee, wir sind jetzt zwei Jahre weiter. Jahr 232. Christenkirche in Persien. Christen im persischen Dura Europos, in Klammern heutiges Syrien, Klammer zu, errichten eine Kirche, die als ältester erhaltener christlicher Kirchenbau in die Geschichte eingeht. In den ersten beiden Jahrhunderten hatten die Christen im Römischen Reich in Privathäusern oder Katakomben ihre Gottesdienste gefeiert. Der erste Kirchenbau entspricht deshalb eher einem Wohnhaus als einem Kirchenraum. Eine Vorhalle dient als Foyer, in einem großen Saal versammelt sich die Gemeinde. Der Prediger steht auf einem Podest. Als Lesepult dient ein Steinsockel. Eine abgetrennte Taufkapelle ist mit bunten Wandfresken verziert. Sie zeigen Christus als guten Hirten unter Schafen, die Heilung eines Gelähmten, den auf dem Wasser wandelnden Jesus. Die Werke erheben keinen künstlerischen Anspruch, teilweise wirkt der Stil sogar ein wenig unbeholfen. Die Bilder sind nicht von Künstlerhand gemalt. Dennoch rütteln sie auf, geben einen Einblick in das Denken und Fühlen einer frühen christlichen Gemeinde. Hier haben begabte Gemeindemitglieder ihren Glauben umgesetzt. Begünstigt wird der Bau der Kirche durch die christenfreundliche Politik des Kaisers Severus Alexander und seiner Mutter Julia Mamaea, die vermutlich selbst Christin war. Die Christen missionieren von Dura Europos aus bis weit in persisches Gebiet hinein. Etwa so zur selben Zeit wie die Hauskirche entsteht für die jüdische Gemeinde von Dura Europos eine Synagoge, die mit prächtigen Wandgemälden geschmückt ist. Der Wandschmuck erregte bei seiner Entdeckung großes Aufsehen, da es sich dabei um den größten Gemäldezyklus handelt, der aus der Antike erhalten ist. Der Fund ist auch religionsgeschichtlich von großer Bedeutung, da man die dortigen jüdischen Gemeinden bisher als bilderfeindlich eingeschätzt hatte. Und da haben wir ein Bild dazu. Im Vergleich zu der prächtig ausgemalten jüdischen Synagoge in Dura Europos, in Klammern Abbildung, Klammer zu, ist die christliche Hauskirche eher bescheiden ausgestattet. Ja, hätte ich mal lieber mal die angeguckt. Also das scheint, wenn ich das richtig gelesen habe, die jüdische zu sein, die Synagoge. Die muss man uns natürlich zeigen. Ja. Und weiter geht's.
Und dann machen wir erstmal die Randbemerkungen weg. Zwei kurze. Die erste um 232. In China werden die Staatsangelegenheiten zur Zeit der drei Königreiche auf Bambusstreifen und Holzbrettern niedergeschrieben. Und noch einmal um 232 eine Randbemerkung. Shu Geliang, der Berater des von Liu Bei regierten chinesischen Reichs Shu, erfindet den in Anführungszeichen Holzochsen. Anführungszeichen Ende in Klammern zu Deutsch Schubkarren, Klammer zu. Also damals Holzochse hieß das. Ja, und da wird geschrieben, der das erfunden hat, Shu Geliang, Zhuge und dann Liang. Und dann kommen wir zum letzten Artikel auf dieser nächsten Seite und da haben wir schon ein bisschen Zeit reingeholt. 232. Hatra unter römischem Schutz. Die Wüstenfestung Hatra in Mesopotamien, in Klammern El Hadre im Irak, also heute El Hadre im Irak, Klammer zu, stellt sich unter römischen Schutz. Hatra ist die Hauptstadt eines mesopotamischen Kleinfürstentums im Partherreich und ist heute aufgrund ihrer Denkmalfülle einer der aussagekräftigsten Fundorte für die Partherzeit. Doch das Bündnis mit Rom kann Hatra nicht helfen. 240 erobert der Sassanidenkönig Ardaschir I. die Stadt und lässt sie komplett verwüsten. Die heute zum UNESCO-Weltkulturerbe zählende Stadt beherbergt einen großen, bedeutenden Palast. Und da haben wir noch ein Bild dazu. Noch heute lassen die Ruinen von Hatra wie dieser Tempel die Bedeutung der einst 300 Hektar großen Wüstenfestung erahnen. Waren aber in diesem Fall noch nicht die Araber, die das verwüstet haben. Das waren die Sassaniden. Das waren persische Abstammung. Haben auch nichts mit den heutigen Moslems, dem Islam und dem Koran zu tun. Jetzt noch einen Schluck Milch und dann schauen wir mal. Ich glaube, gegen Ende waren. Liest der Text etwas nach. Auf jeden Fall schaffen wir schon mal Seite 7 und 8. Weiter geht's, gleich mit einer Randbemerkung. Aus dem Jahre 233. Kaiser Severus Alexander feiert in Rom am 22.09. einen Triumphzug. Im Frühjahr 232 war es ihm gelungen, die auf römisches Gebiet vorgedrungenen Sassaniden zu besiegen. Und weiter geht's mit um 233. Straubinger Römerschatz. Um ihr Hab und Gut vor den Alemannen zu retten, vergraben Bewohner der Provinz Rätien Geld, Schmuck und Sachgüter in der Erde, die erst in der Neuzeit wieder entdeckt werden. Berühmt ist der Schatzfund aus Straubing, der neben Bronzestatuetten zahlreiche Teile von Paraderüstungen wie Gesichtshelme, Beinschienen und Rossstirnen umfasst. Kurzes Bäuerchen. Der sogenannte Römerschatz gilt als einer der bedeutendsten römischen Funde in Deutschland. Noch einmal. Er wurde im Oktober 1950 bei Bauarbeiten in einem großen Kupferkessel entdeckt und ist heute im Gebäude im Gäubodenmuseum in Straubing zu besichtigen. Bild dazu haben wir leider nicht. Und damit geht es weiter mit noch einmal 233 und da sind wir wieder richtig bei unserer Geschichte. Alemannen stürmen Limes, was ja auch vorher schon unsere Geschichte war. Ne? Alemannen stürmen Limes. Als erster germanischer Stamm durchbrechen die Alemannen den obergermanisch-rätischen Limes und dringen bis in das Unterelsass und das Allgäu vor. Die Römer müssen den Limes als Reichsgrenze faktisch aufgeben. Nur einige Stützpunkte können sie noch bis ins Jahr 260 halten. Seit 213 herrschte im Rhein-Donau-Gebiet bereits Unruhe. Der damalige Kaiser Caracalla ließ den Limes verstärken, um germanische Angriffe zu verhindern.
Die hölzernen Palisaden wurden auf einer Länge von 166 Kilometern durch eine Bruchsteinmauer von rund 1,30 Meter Stärke und 2,80 Meter Höhe ersetzt. Im Jahre 233 jedoch greifen die Alemannen die durch den Perserkrieg nur schwach gesicherte Rhein- und Donaugrenze erneut an. Sie unternehmen größere Beutezüge und zerstören zahlreiche Siedlungen und Kastelle. Kaiser Severus Alexander, der sich zu jener Zeit auf einem Feldzug in Persien befindet, beordert den Feldherrn Maximinus Thrax in das Krisengebiet. Dem erfahrenen Heerführer gelingt es, die Alemannen vorläufig zurückzudrängen. Die Lage bleibt jedoch so bedrohlich, dass der Kaiser und seine Mutter Julia Mamaea im März 235 selbst an den Limes reisen. Der faktisch unmündige Kaiser, von seiner Mutter kontrolliert, wird von den Soldaten nicht respektiert. Auch Julia Mamaea hat als Frau an der Front keine Autorität. Gerüchte über Friedensverhandlungen zwischen Kaiser und den Alemannen führen zur Meuterei der Legionen. In Mainz ermorden die Soldaten den Kaiser und seine Mutter und rufen den Offizier Maximinus Thrax zum Nachfolger aus. Über Severus Alexander und seine Mutter wird der in Anführungszeichen Damnatio Memoriae, Anführungszeichen Ende, in Klammern zu lateinisch oder ist lateinisch zu deutsch, Verdammung des Andenkens, Klammer zu, verhängt. Damit endet die Dynastie der Severer. Die Zeit der folgenden römischen Herrscher wird als Epoche der Soldatenkaiser bezeichnet. Nach dem Tode des Maximinus Thrax wird der in Anführungszeichen Damnatio Memoriae Anführungszeichen Ende aufgehoben und Severus Alexander zum Gott erhoben. Und da haben wir noch zwei Bilder dazu. Grabstein des in Schwaben stationierten römischen Soldaten Tiberius Claudius Sato, 2.-3. Jahrhundert. Was? Und dann haben wir noch ein Bild. Rekonstruktion eines Wachturms bei Lorch, in Klammern heutiges Baden-Württemberg in Deutschland, Klammer zu. Lorch war der südlichste Stützpunkt am obergermanisch-rätischen Limes. Ja, den haben wir dann überrannt. Die Alemannen. Und noch ein kurzer Abschnitt auf Seite 8 und denke mal, sieht gut aus. Der 28. September 235. Papst Pontianus dankt ab. Der seit 230 in Rom amtierende Bischof Pontianus dankt ab. Dies ist das erste genau bezeugte Datum der Papstgeschichte. Zusammen mit dem zum Gegenpapst gewählten Hippolyt wird Pontianus von Kaiser Maximinus Thrax in die Bergwerke Sardiniens verbannt. Noch im selben Jahr stirbt Pontianus aufgrund der unmenschlichen Behandlung im Bergwerk. Sein Leichnam wird von Bischof Fabianus in die Calixtus-Katakombe nach Rom überführt. Roms Bischöfe werden Päpste der christlichen Kirche. Da ging es los. Der nächste Schritt zum Untergang des Römischen Reiches. Und jetzt kommt das, was wir gerade auch leider erleben mit Deutschland. Fokus. Mächtig aus der Mitte. Barbaren unterwandern römisches Reich. Im 3. und 4. Jahrhundert ist Rom ein multikultureller Schmelztiegel. Ne? Sagt uns was. Durch die immer weitgreifenderen Eroberungszüge lebt im Imperium ein Gemisch aus den unterschiedlichsten Kulturen, die sich gegenseitig befruchten und inspirieren. Naja. Am Ende sind es jedoch die in Anführungszeichen römischen Barbaren, Anführungszeichen Ende, die dem Weltreich zum Verhängnis werden. Ja, so bereichert wurde Rom, ne? Genauso wie wir jetzt bereichert werden. Die fremdenfeindliche Haltung der Römer gegenüber den Barbaren hat eine lange Tradition.
Für den griechischen Philosophen Aristoteles waren die Barbaren jene Völker, die von den Griechen nach den Naturgesetzen kolonisiert und zivilisiert werden sollten. In Anführungszeichen unverständlich plappernd, Anführungszeichen Ende, bedeutet die überhebliche Übersetzung des Wortes Anführungszeichen in Anführungszeichen Barbaren, Anführungszeichen Ende, Punkt. Manche sahen an den Fremden auch Positives. Zitat: Was immer die Griechen von den Barbaren übernehmen, bringen sie zu schönerer Vollendung, Anführungszeichen Ende, Zitat Ende, meinte ein Schüler Platons. So wie für die Griechen der Maßstab zur Beurteilung von Barbaren die hellenistische Kultur ist, gilt den Römern die lateinische Kultur als einziges Kriterium. Während zu Caesars Zeiten die Barbaren in jedem Fall unterworfen werden mussten, wandelt sich im 3. Jahrhundert das Verhältnis Roms zu ihnen aus taktisch nachvollziehbaren Gründen. Mit einem Mal galten die Fremden nicht länger als lediglich unkultivierte, eigenartig sprechende Menschen. Im Zuge der Eroberung von fremden Gebieten warb das römische Heer zunehmend germanische Soldaten zur Verstärkung an. Und immer öfter besetzten römisch ausgebildete Barbaren hohe Verwaltungsposten und politische Ämter. Ne, Özdemir und. Ne. Genau dasselbe. Im Gegenzug brachte die Romanisierung den Barbaren in den Provinzen und in den Grenzregionen die römische Kultur und Sprache näher. Damit ich nicht mit dem Sprechen durcheinander komme, nur ein Schluck Milch schnell. Ja, das, was damals das Römische Reich, die Barbaren, für das Römische Reich die Barbaren waren, wo wir dann praktisch gesagt haben, warum soll man den Römern noch dienen, wenn wir so uns selber zu Dienern machen können. Das erfolgt gerade in Deutschland auch wieder mit Hilfe der angeblich so schlauen Eliten, die aber im Endeffekt selber dadurch nach unten durchfallen werden. Wie sagt man so schön, der Mohr hat seine Schuldigkeit getan, der Mohr kann gehen. Sollten sich so manche Demokraten aus diesen demokratischen Parteien mal öfters mal diesen Spruch zu Gemüte führen. Weiter geht's, und das ist der letzte große Abschnitt. Ein Thraker auf dem Thron. 235 gelangte mit dem Thraker Maximinus Thrax zum ersten Mal ein, in Anführungszeichen, Barbar, Anführungszeichen Ende, auf den Kaiserthron. Noch mal kurzes Bäuerchen, ganz schön viel jetzt. Entschuldigung. Als die Goten am Ende des 4. Jahrhunderts im Zuge der Hunnenwanderung in römisches Gebiet einfielen, schlossen die Römer mit den Barbaren sogar einen Föderationsvertrag. Bereits vorher hatten sie germanische Stämme mit Verträgen zur Grenzsicherung verpflichtet. In römischen Städten lebten Barbaren als voll integrierte Bürger, denen sämtliche Berufe offen standen. Kaiser Valentinian öffnete ihnen sogar die Tür zu jenen Ämtern, die bislang nur dem Senatsadel vorbehalten waren. Alles genauso, wie wir es heute erleben. Das Christentum übernahm die Unterscheidung zwischen Römern und Barbaren nicht. Na, die haben wieder alles wie heute die Kirche. Der Apostel Paulus wollte das Evangelium allen Völkern der bewohnten Welt, in Klammern Ökumene, Klammer zu, bringen. Ein Gedanke, der am Ende des Matthäus-Evangeliums auch Jesus zugeschrieben wird. Unter kirchenpolitischem Gesichtspunkt jedoch versuchten die Christen, die Barbaren von der Macht im Imperium fernzuhalten. Denn die heidnischen Staatsangehörigen drohten, das Christentum als Staatsreligion in Frage zu stellen. Ihr seid bald weg, ne? Ihr kleinen Dummköpfe von Katholiken und Evangelien, wenn ihr weiter so macht. Von einigen Vorbehalten gegenüber den Barbaren abgesehen, sind die meisten Römer also von einer Toleranz, die in späteren Jahrhunderten unbekannt ist. Jetzt haben wir sie wieder. Eine dumme Toleranz. Rom interessiert sich nicht für Glaube, Hautfarbe oder Herkunft seiner Bürger. Das Reich ist so groß, dass ohnehin die verschiedensten Ansichten und Wertvorstellungen vertreten sind.
Allergisch reagiert die Zentralmacht nur, wenn wesentliche römische Werte in Frage gestellt werden oder zum Sturz der herrschenden Ordnung aufgerufen wird. So erfolgt die in Anführungszeichen Eroberung, Anführungszeichen Ende Roms durch die Barbaren schleichend. Lange bevor die Westgoten unter ihrem Anführer Alarich dem Römischen Reich im 5. Jahrhundert eine schwere Schmach zufügen, als es ihnen gelingt, nicht nur auf römisches Territorium vorzudringen, sondern die Hauptstadt selbst zu besetzen, haben die barbarischen Völker das Riesenreich unterwandert. Sie sind allgegenwärtig, weil Rom sie benötigt. Barbaren dienen in der Armee, sie bewirtschaften römischen Grund und Boden und sie besetzen wichtige Ämter. Im 3. Jahrhundert ist Rom ein multikultureller Schmelztiegel. So sind die Westgoten, die im 4. Jahrhundert gegen Rom ziehen, längst mit dem in Anführungszeichen römischen Virus Anführungszeichen Ende infiziert. Sie streben weniger nach einer Eroberung Roms, als vielmehr danach, selbst ein Teil des Weltreichs zu werden. Am Ende ist Rom der Wildheit der germanischen Krieger nicht mehr gewachsen. Von innen heraus wird das einstige Imperium zermürbt, der Koloss gerät ins Wanken und stürzt schließlich in sich zusammen. Deutschland, das Römische Reich Nummer 2. Alles genauso, wer sich's genau anschaut und anhört und nachdenkt, der sieht, es sind genau dieselben Fehler, die das Römische Reich gemacht hat. Was zu ihrem Zusammenbruch geführt hat und Auslöschung des Römischen Reiches machen momentan diese angeblichen Demokraten heute in der EU und vor allen Dingen hier in Deutschland. Und ich hoffe, dass langsam mal die Leute munter werden und das verhindern, weil damals wir Barbaren haben wenigstens noch Kultur, die Kultur übernommen und haben nicht dann ein orientalisches Kopfabschneiderreich gegründet. Ne? Ja. Weiter geht's mit zwei Bildern. Der Thraker Maximinus Thrax ist der erste, in Anführungszeichen Barbar, Anführungszeichen Ende, auf dem römischen Kaiserthron. Ich hab's gesagt. Ich hatte es ja schon mal angekündigt, wir werden sehen, wie sich die Abfolgen, wie sich der Untergang des Römischen Reiches mit dem gleicht, was wir heute mit Europa, mit Deutschland erleben. Mit dem deutsch geprägten Europa. Das ist immer so Geschichte, das werden wir noch erleben. Der größte Teil von Europa ist durch Deutschen, nachdem die Römer es erst geprägt haben und die Griechen durch die Deutschen weiter geprägt wurden. Und die Germanen. Und als letztes noch ein Bild. Die Oase von Cebica, in Klammern heutiges Tunesien, Klammer zu, war ein wichtiger Vorposten des Römischen Reiches. Ja, immer viel davon übrig geblieben. Eine Palme und Bäume. Und da haben wir doch wieder 10 Seiten geschafft. Ich versuche es mal so zu drehen. Und wir sind jetzt schon fast bei 48 Minuten, aber wir sind fast fertig. Ich muss das Buch zuklappen. Und ich denke mal, es war ganz gut, heute das als Abschluss zu haben, so als wer es wirklich hoffentlich bis zum Ende schaut, sich das anzuhören und mal drüber nachzudenken. Genau, es ist wie eins zu eins, wie der Untergang des Römischen Reiches erfolgt ist. Genau dieselbe Sache ziehen heute solche Leute wie Merkel, Macron und Co. hier mit Europa ab. Und dann wollen sie den Europäern immer erzählen, dass das alles nur zu unserem Besten ist. Ja, gut. Ich hoffe, es war das ein oder andere Interessante für euch dabei. Gerade heute wieder ein paar Anregungen zum Nachdenken über das, was heute passiert, was die Geschichte betrifft und wie sich Geschichte teilweise wiederholt. Ja, ich hoffe, ihr habt wieder das ein oder andere dazugelernt oder all das Wissen wieder aufgefrischt. Und damit ich es nicht unnötig in der Länge ziehe, mache ich jetzt wieder ganz schnell. Ich hoffe, euch hat das Video auch heute wieder gefallen und wir sehen und hören uns auch morgen wieder bei YouTube, bei VK.com und bei Facebook. Und damit verbleibe ich wie immer mit. Halte die Ohren steif, bleibt kämpferisch, ciao, ciao, bleibt gesund, ciao, ciao, euer Egon.